Hallöchen und willkommen hier wieder zurück bei Layers of Fear. Heute habe ich mal hier meinen Camcorder verwendet, um die Facecam aufzunehmen und nicht die Legere Mini X. Deswegen sieht das heute vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, wir schauen uns erstmal hier das hier an. Gut, das haben wir ja schon. Hier, guck mal, die Wand ist schon ein bisschen voll hier. Ich benötige ein Gefäß und einen Plastikschlapp. Ah. Achso, ja, gut, das sind diese Sachen, die wir alle so finden. Brauche ich ja nicht extra vorlesen. Was liegt denn hier alles hier rum, ey? Mein Alter. Das arme Kind wurde hier bei lebendigem Leibe aufgehangen. Wir gehen ins nächste Level und ich glaube, das Haus hier wird auch immer brüchiger. Ich dachte schon, wollte die Tür jetzt nicht aufgehen. Okay. Zwei verschiedene Wege. Doch nur einer. Oh. Was ist das? Das fand ich gerade gruselig. Nein, Licht nicht ausgehen. Oh nein, ein Fenster. Nein. Eine Truhe. Ja, die ist verschlossen. Mann. Gibt's hier einen Schlüssel? Okay. Angst. Ich möchte aber gerne wissen, was in dieser Truhe drin ist. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Seit wann sind hier die Sachen leer? Das ist mir neu. Nein! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo? Hallo? Oh. Oh, ja, was steht da? Sich im Kreis drehen. Wer dreht sich im Kreis? Kann man das jetzt öffnen? Nee. Ist hier irgendwas? Ah, was ist das? Merkt euch das Datum. Wünschen Sie sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Ja, saven wir mal. Das kann man nicht. Ist auch nicht. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Meinst du? Gut, das kann man nicht. Hier ist ja auch noch eine Tür. Gut. Wir gehen mal durch diese schreckliche Tür, die jetzt zufällt. Licht geh an. Licht. Oh! Alter. Was steht da? Noch nicht. Oh! Oh Gott! Oh, du Arschloch. Sind wir jetzt hier wieder in... Ist es jetzt unser Atelier, unser Speicherpunkt geworden, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Hallo? Die Truhe ist offen. Das heißt eigentlich nichts Gutes. Ist da irgendwas rausgekommen? Warte. Man kann jetzt alle Türen... Wisst ihr, wie sinnlos das ist? Mann, das ist echt sinnlos. Weißt du was, ich gehe jetzt hier wieder durch. Habe ich da nicht gerade irgendwas gesehen? Oh. Shit. Hallo? Ja. Hallo? Das sieht nicht sehr gesund aus. Was ist... Okay, ich möchte erstmal da gucken. Nee. Mann, Musik, geh weg. Du machst mir Angst. Da? Warte, da kann man rein, ne? Da kann man auch rein. Ich gehe erstmal hier rein. Ah, wisst ihr noch? Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Wir kommen also doch voran.
Ne? Ein Wunder. Gut, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Was ist das denn? Dildo oder was? 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen. Aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören, dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Ich glaube, da mag uns jemand. Ja, da mag uns jemand. Kann ich mir das da nicht wegnehmen? Mann. Ja, mach dir deine Meinung. Gut. Eine Brille. Ist nicht meine Brille, die ist hier. Ja. Gut. Dann gehen wir weiter. Ich ahne Schlimmes. Oh. Oh, Alter. Alter, geh weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist jetzt hin? Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ah! Oh Gott! Oh Gott. Ich hasse es. Wenn wir mal abgebogen. Sind wir im Nichts? Jetzt werden wir schon wieder von diesem Monster hier weggenommen. Eieieiei. Eine Mausefalle. Die hätte ich jetzt ganz gerne. Ein Schlüssel. Wahrscheinlich für die Tür. Ein Raum, der zu nichts zu gebrauchen ist. Na toll. Alter, geh weg, du scheiß Maus, ey. Mann, hör auf, mir Angst zu machen. Ach, das war grad schlimm. Ist da jemand? Ach du Maus, ey, du schaffst es immer wieder. Da ist nix. Gut, ja. Okay. Warum war diese Tür so gut verriegelt? Maus, hör auf, ey. Hör auf, du Kackmaus. Mein Gott. Ich hatte schon den Gedanken, dass wir wieder so ein unendlicher Gang. Okay, die Maus verpieselt sich jetzt. Und lässt uns hier alleine. Nee, gut, nicht ganz alleine. Oh, oh, oh. Nein. Oh, je. Was steht denn da? Hund, Katze, Ratte. 1, 2, 3. Sag jetzt nicht, das ist unser Wegplan. Oder wie auch immer. Wenn ich jetzt wieder die Tür aufmache, steht da bestimmt da irgendwas. Hä? Ach so. Ah, wir müssen das Rätsel jetzt lösen, um hier rauszukommen. So, wir schauen mal, ja, wir gucken mal, dass wir vielleicht nicht den Hund probieren. 259. Mal gucken, ob der geht. So. Weil das ja dann doch ein bisschen komplizierter ist. Der geht. Hui. Gut. Wir machen das ja auf. Hallo? Hallo? Ich hab Angst. Wollte ich nur mal so anmerken. Das Spiel freut sich, dass ich Angst hab. Kann ich jetzt... Oh Gott. Ja. Oh
Oh Gott, okay, das machen wir jetzt Angst. Was steht da? 19. Juli, nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seine bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. Oh Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt und all das Verrottete ausläuft. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschnitzt und die rote Galle ausfließen kann. Mach, dass er an seinem eigenen Erbrochenen stirbt. Auf dass wir alle Frieden finden, denn wenn du es nicht machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe heruntergehen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Du vor allen anderen solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Ja, wir werden gleich gekillt. Glaube ich. Wenn wir damit gemeint sind. Gut, das heißt, wir müssen da lang. So. Ui. Oh, oh. Auf einmal werden wir jetzt echt gekillt. Ich hab Angst. Oh, 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 guck mal. Fast übersehen. Bodenkrabbler, fein im Boden, verzehren meinen Fluss, meinen Fuß, Angst zu laufen. Oh, oh. Scheiße, wir haben eine Karte aufgesammelt. Das heißt, wir werden gleich erschrocken. Oh, oh. Oh, shit. Jetzt ist in diesen Schränken nie wieder was drin, ne? Das ist doch dumm, ey. Mann. Alter, aber wenn ich immer Speed gebe, dann erschreckt's mich, ja. Ist immer so. Wenn ich einen auf schnell machen möchte, dann werde ich erschreckt. Aber wenn ich so langsam hier durchschlendern möchte, dann werde ich hier nicht erschreckt. Gut, sieht normal aus. Das sieht wieder nicht normal aus. Hallo? Sieht verlassen aus, aber ich glaube, der Schein, der trügt manchmal. Vielleicht sollte man ja auch einfach nur weitergehen. Oh, oh. Dieses Bild wirkt so verdächtig. Natürlich. Natürlich. Was ist denn da alles so drin? Eine Schublade vergessen. Genau die, wo der Brief drin war. Hey, tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit Arbeit verschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie deine alten Gemälde anzünden würde. Warum sollte sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden. Nach allem, was geschehen ist, ich bin mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuscht der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Catwell. Mach ich nicht. Sehr ermutigend, muss ich sagen. Mach ich nicht. Ich glaube an dich. Nee, mach ich eh nicht. Ja. Alter. Darf ich mal kurz in die Truhe gucken? Ah. Fucking Mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Ja, ich kann auch nicht malen. Oh, oh, das heißt, wir werden jetzt wieder erschreckt. Weil wir wieder so ein Ding gefunden haben. Oh, yeah.
Hallo. Soll ich mich jetzt umdrehen oder nicht? Ja, ich sag ja, dreh dich nicht um. Oh. Hallo? 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 Oh. Werd hier angeguckt. Hey. Okay, das ist nicht erschreckend. Aha, Spiel, Pech für dich, du erschreckst mich nicht. Das ist so offensichtlich. Hallo, wo bin ich denn jetzt? Anscheinend irgendwo im Nirgendwo. Ich werd hier wieder verschlungen. Ich werd hier immer mitgenommen, ey. Schlimm, schlimm. Ach so. Jetzt ist man hier wieder aufgewacht. Oh, ganz toll. Was ist da? Gut, dankeschön. Vielen Dank. Warte mal, ist das hier der... Ne, das ist nicht der Speicherpunkt, ne? Nö, nö, das heißt weitergehen. Weil ich weiß... Alter, du Maus. Ui. Oder? Ich weiß es nicht. Warum ist da jetzt dieses Gemälde hier drin, ne? Ja, vielleicht liegt das Licht hier einfach mal so rum, ne? Ganz toll. Natürlich kann man dort nicht durch. Es ist ja sehr verbarrikadiert. Oh, Alter. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier was herausgeschossen kommt, ne? Oh je. Ach je. Ein Roll. Es tröpfelt von der Decke. Wo steht da? Kannst du das? Ist es das alles wert? Eigentlich nicht, aber. Oh, das sieht so eklig aus. Das sieht noch ekliger aus. Ich bleib mal kurz hier und gucke mal, ob hier was drin ist. Ah. Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es sagen zu müssen, hat sich nicht weiterentwickelt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rücktritts geworden. Du kannst mich mal. Ja, kann ich auch mal. Was ist denn da? Ui. Wehe, du sperrst mich hier ein. Oh oh. Was ist das hier? Das sieht sehr eklig aus. Muss ich mal anmerken. Hier ist wieder ein Schrank. Irgendwie bereite ich mich da immer vor drauf, erschreckt zu werden, aber es passiert nicht. Also bei diesen Schränken. Hallo? Die Maus ist weg. Mann. Oh, oh. Oh Gott. Hat mich dieser Vorhang gerannt. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Alter, dieses... Oh, dieses Scheißteil, du. Oh. Mann. Das erschreckt mich, weil mir das immer so ins Gesicht springt. Nicht denn jetzt? Oh nee, ich bin wieder in so einem Scheiß aufgewacht hier. Hallo? Jemand zu Hause? Ich glaube nicht. Ein bisschen Schmerz reicht weit. Würde ich auch sagen. Gibt's hier irgendwas zu entdecken? Ich höre hier nur solche Töne, solche komischen Geräusche. Kann man das hier irgendwie aufmachen? Ich würde es ganz gerne aufmachen. Was ist das denn hier? Vielleicht liegt hier zum Aufmachen ja irgendwas auf dem Boden.
nach dem man hier suchen sollte. Sehr gruselig, aber... Okay, finde ich jetzt irgendwie komisch. Es hat ja so einen Mechanismus, das heißt, hier vielleicht irgendwo... Nee. Irgendwie nicht. Eine Kette. Die ist mir jetzt erst aufgefallen. Und jetzt passiert? Ich glaube, ich folter gerade einen. Ich glaube, das macht Spaß. Es ist Folter nicht zu Ende. Mann. Bestimmt freut sich derjenige, den wir jetzt gerade gefoltert haben, ne? Wo ist denn derjenige? Oh, Maus, ey. Ja. Ich bin immer so Licht anmachen, ne? Oh nein, wir müssen dahin, wo der gefoltert wurde. Oder? Hm. Hallo? Ich möchte hier ein bisschen aufräumen. Es ist sehr unordentlich und ich bin ja nur reingekommen, um so ein Zimmermädchen zu spielen. Nee. Raus dürfen wir nicht mehr. Nur rein. Das durften wir. Was ist das denn jetzt? Ah. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Ja, tut mir leid. Der steht aber auch ganz schön auf dem Kopf, ne? Dürfen wir jetzt wieder aus diesem Raum heraus? Mal schauen. Nee. Aber wir dürfen Licht anmachen. Oh oh. Jetzt kommen bestimmt gleich wieder diese Troller, die mich hier wieder von irgendwas erschreckt. Das sind wir, ne? Gut. Dann können wir uns ja wir nicht raus. Was sind da unten? Ja, ganz toll. Das geht nicht. Mann. Es war ja ein Versuch wert, muss ich ja mal anmerken. Was ist denn mit dem Bild? Nix. Nix ist mit... Das haben wir uns ja schon angeguckt. Aber... Bestimmt ist ja noch irgendwas, was hier so... Einfach so rumliegt. Oh, die Schlüssellösung nicht ausmachen, ne? Ich sehe nichts mehr. Die Tür... Ah! Ah! Yeah! Mann! Alter, ey. Ich krieg hier einen Herzinfarkt. Mann. Du dummes Spiel, ey. Ja. Immer diese... Macht Tür auf und dann steht da irgendwas. Ein Fahrstuhl. Gut, wir benutzen wieder einen Fahrstuhl. Wohin fahren wir denn mal? Keine Ahnung. Okay, dann sind wir jetzt... Nach oben. Ne, nach unten. Oh, warum habe ich mir denn den Keller ausgesucht? Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Ich glaube, hier waren wir schon. Aber es kann auch täuschen. Ich glaube echt, hier waren wir schon.
Nur das da aufmachen. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Cord ran down. Hickory dickory dock. Okay. Ja. Die Maus, die arme Maus, die rennt hier rum. Ich hoffe, es ist nicht Mickey Maus. Wir können wieder raus. Warum ist das da so rot? Was ist das? Was ist das? Na gut, dann nicht. Dann halt nicht. Da ging eine Tür auf. Hallo. Ah! Ach, geh nicht in meine Türen rein. Hallo. Hier. Oh, ja, gut. Das ist halt ein bisschen offensichtlich. Ja, es klaut mich wieder. Ich hab so das Gefühl, ich werd dadurch immer zurückversetzt. Ich sollte da nicht reinlaufen. Also als wenn immer so, oh, Game Over, du musst jetzt wieder von neu anfangen. Erkunde mal neu, schön. Habe ich so das Gefühl. Ist das echt so? Hier waren wir auch schon. Memories. Yeah. Wisst ihr noch am Anfang? Wo ist denn das Telefon? Ich höre kein Telefon. Was? Wo ist die Maus hin? I. Babyface. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Ja. Oder dieser Dildo. Ja, was zu trinken. Braucht man ja. Ein Schlüssel? Key? Oder so? Habe ich jetzt was geöffnet? Irgendwie nicht, ne? Ich dachte, ich habe jetzt was geöffnet. Oh, doch. Einmal bitte da rum. Da steht das Telefon. Talk to me. Why won't you talk to me? Weiß ich nicht. Warte. 363, okay. Wie dreht man das denn? 363. Haben wir jetzt gemacht? Oh oh. Hallo? Ist hier noch so ein Geheimgang? Vielleicht haben wir was Schlimmes gemacht. Was gibt's denn hier so drin, ne? Mann. Hier, zieh das auf. Ne. Wir haben irgendwas anderes angerufen. Aber was? Da. Nicht. Hä? Das kommt doch von hier. Aber hier ist keins dieser Bücher. Ach du Scheiße. Ein Blick nach oben.
zeigt, wo wir gerade sind. Seit wann ist da eine Tür? Es ist auch so schlimm hier, ne? Okay, es ist schon hier. Nein! Game over, weißt du? Oh. Ist jetzt wirklich wieder Game over oder wie auch immer? Wisst ihr was? Ich weiß nicht, bis wann das hier alles geht. Aber hier würde ich ganz gerne die Folge beenden. Das heißt, bitte lasst doch mal ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Layers of Fear wieder. Tschüss!